Also, wer von euch, wer hat schon mal diesen jungen Mann gesehen? Ich. Okay. Wo war das letzte Mal, dass ihr diesen jungen Mann gesehen habt? Genau, bei Y. Und jetzt wollen alle Army-Mitglieder wissen, Robin, wie fühlt es sich an, gepackt zu werden, in einen Kofferraum gesperrt zu werden? Also, ich stelle mir das schlimm vor, wie war das denn für dich? Ganz okay eigentlich. Aber wichtig ist, dass es dir jetzt gut geht. Ja, finde ich auch. Geht's dir gut? Ja. Okay, Leute, seid ihr glücklich, dass es Robin gut geht? Ja! Boah, ich würde gut, ich auch. Applaus für Robin, danke Robin. Ja. Dann bitte einen Applaus für Nele! Sie kommt aus Berlin! Mit ihr einen Applaus! Und immer wenn ich wein, geb ich einen Fuck, Baby, komm, lass mich allein. Wir waren mal ein Paar, doch es ist besser, du gehst deinen Weg und ich geh mein. Bin doch gestern angelacht, als angefasst, das wirklich war. Du hast mir versprochen, Junge, dass du mir kein Kummer machst. Du hast mir versprochen, Junge, dass ich deiner eins bin. Du hast mir versprochen, dass du und ich eins sind. Auf dein Bay, auf dein Schatz, gib ein Fuck, es ist dein scheiß Face, dass ich hammer, wenn ich lach. Und immer wenn ich wein, geb ich einen Fuck, Baby, komm, lass mich allein. Wir waren mal ein Paar, doch es ist besser, du gehst deinen Weg und ich geh meinen. Deswegen, Emilio, komm doch mal auf die Bühne. Super, Applaus! So, einmal bitte, Emilio. Also, Leute, ein Geschenk, ich pack's jetzt hier aus. Vor allem, okay? Ist das deins? Okay. Okay, Leute, guckt euch das an. Das ist krass. Ja! Das ist ein Puzzle. Danke, Emilio, vielen Dank. Hier ist 250, ist mein Insta, ich antworte pünktlich, Hoodie ist blau, Hose schwarz, Handy, der steckt in der Tasche Camouflage. Applaus! Also das ist die Fiona, auch in der VDSS Army, ist ein super, super, super Mitglied, ist auch sehr, sehr aktiv. Wer von euch, du hast es gerade nicht gesehen, wer von euch kennt die Fiona jetzt, wo ihr sie seht, aus irgendeinem Video vielleicht schon mal? Krass, oder? Und ich weiß, dass du weißt, Junge, ich bin die Eins und es juckt mich an Scheiß, ob du mich magst oder mich unterstützt. VDSDS, das sind hunderte Hits. Und ja, du klickst meinen Song jeden Tag. Sag, was du willst, ich mach eh, wie ich mag. Es ist VDSDS-Zeit. Ich hab einen Wunsch, ich will nur, dass ihr weg seid. Das ist mir die Berlin ist im Haus. Ich mach es einfach so, wie ich es brauch. Du sagst zu mir, du bist fresh und krass. Doch bettelt, wenn man um einen Backstage-Pass. Ich komm mit Nele, ich bin nicht dein Engel. Zeig, dass du checkst, du bist echt in der Klemme. Meine Devise, ich kack auf dich klauen. Denn die fällt echt ein paar Latten am Zaun. Die für die cool ist, weil du mich nicht kennst. Wenn dann da sitzt und der Schuh hier, der glänzt. VDSDS hat das Ass in dem Ärmel. Ich bin am Schein so wie nachts diese Sterne. Du machst dich lustig, doch ich geb ein Scheiß. Halt mal deine Klappe, boy. Why. Ist das alles jetzt vorbei? Ich kann nicht schlafen, es ist schon 2:30. Junge, why. Fang ich wieder an zu weinen. Also der nächste, der hier auf die Bühne kommt und etwas rappt. Du weißt. Der kriegt ein bisschen. So. Mit der Lächeln sogar fett, will ich alles für dich tun. Gib doch mal zu, ich bin ziemlich cool. Schau meine Cap, schau meine Nice. Auch deine Freundin findet mich heiß. 3, 2, 1, go! Und ich höre sie diskutieren, ob ich schaffe oder nicht. Ich bin das und ich laufe von dem Schatten das Licht. Du kennst meine Stimme, ich bin vor die SES da. Weil Zimmerlein auf den Jungen hier gesetzt hat. Danke, wir gehen den Weg, ich bleibe konsequent. Weil ich nur die wenigsten da draußen Freunde nenn. Ich kann die Blicke sehen, ich kann ihren Hass erkennen. Ich hab keine Zeit für sinnlos auf der Straße hängen. Und wir fliegen um die Welt. Es gibt nichts mehr, das für uns hält. Doch nur nach L.A. Mache nur, was uns gefällt. Komm, wir fliegen um die Welt. Es gibt nichts mehr, das für uns hält. Doch nur nach L.A. Was geht so? Oh mein Gott.
Warte, komm mal kurz auf die Bühne, Jojo. Oh Gott. Ach nein. Ein Applaus für Jojo! Die will uns doch nur verbringen. Okay, Jojo, du hättest das Mikrofon mitnehmen müssen. Verprügel Micha jetzt nicht. Nein, nein, nicht übergeben. Bitte den Micha, Vorsicht, wenn du es hier übergibst. Nee, du machst. Bitte dich. Die Verantwortung kriegst du aber für dich selber jetzt. Gott. Jojo, benimm dich. Also Leute, wer kennt Jojo? Aus welchem Video? Am meisten? Und aus welchem Video noch? Ja, Fiona? Genau, in zwei Videos spielt sie mit. In dem einen Video hat sie jemandem ein blaues Auge geschlagen und im anderen Video hat sie jemanden gegen eine Bank geschubst und sie ist bewusstlos geworden. Und mir hat sie gedroht, ich schlag dich. So, Jojo, was geht ab? Ja, nicht so viel bei euch. Alles gut, was möchtest du den Leuten sagen? Wie fühlt sich das an, so die VDSES Bad Girl zu sein? Ja, es ist mega cool. Okay. Aber wir mögen dich, Jojo. Mögen wir die Jojo? Ja. Wer von euch mag Teufelskreis? Ich auch. Okay, Jojo, hast du noch was zu sagen? Ansonsten sage ich jetzt einen Applaus für Jojo! Und Leute, natürlich, ihr könnt dann auch alle untereinander Bilder machen, weil wann trifft man schon mal die Jojo? Jojo? Ja. Du wirst aber keinen dann schlagen oder so. Ja, nein. Oh Gott. Vorsicht, Leute, falls ihr Bilder mit Jojo macht oder untereinander und euch schon jetzt so gut kennt, ein bisschen vorsichtig da sein. Sam, wie bist du zu VDSES gekommen? Also ich habe mich beworben, weil Arthur hat einen Aufruf gestartet und da habe ich mich beworben und da habe ich gewonnen. Da haben wir Mädchen wie du gemacht, der erste Song und der kam gut an, da habe ich immer weiter Songs gemacht. Willst du heute mal irgendwas noch, also du hast ja eben Kissen geschenkt, aber irgendwas noch? Wie, ob ich noch was verschenke? Ja. Weil ja. Ich sag dir ganz ehrlich, meine Mutter haut mir nichts mehr. Hast du schon ein Kissen? Ich hab kein Kissen. Dann grüß deine Mutter von mir. Fuck. So. Applaus! So. Dieser VDSS Army-Ausweis. Ich sag dir ein Beispiel. Ich bin in Zürich, ne? Mit Dustin. Wir sind in Zürich und auf einmal sehe ich, und ich habe, deswegen kenne ich auch seinen Namen noch, Leon aus der Schweiz. Gell? Leon aus der Schweiz hatte nämlich als erstes, wo ich jemals gesehen habe, das, was sie hat. Guck mal, sie hat den Army-Ausweis im Handy. Siehst du das? Und das finde ich so genial, weil sofort wusste ich, obwohl kein T-Shirt da war, der ist in der VDSS Army. Und wenn jemand in der Army ist, dann, keine Ahnung, man spürt so eine Verbundenheit. Und ich werde dir jetzt mal was zeigen. Wie fühlst du dich gerade? Gut? Okay, jetzt pass mal auf. Fühlst du dich diesen, also guck mal in die Publikum, ne? Du fühlst dich gut, ne? So, jetzt geh mal da hinten hin und zieh mal das Army-T-Shirt an. Ich zeige euch jetzt mal was, Leute. Pass auf. Ich zeige euch jetzt was. Jetzt habe ich eine Frage, nimm das. Guck ins Publikum an. Guck sie an. Jetzt guck dich an. Jetzt frage ich dich, spürst du das? Ja. Ja, ne? Ja. 1000 Leute in ganz Deutschland und wir sind alle vereint. Kannst du das spüren? Ja. Fühlst du dich anders als eben? Ja, natürlich. So Leute, habt ihr das gehört? Geht euch das auch so? Ja. Und ich krieg auch schon wieder Gänsehaut. Ich fühle das nämlich auch. Und jetzt gebe ich dir nämlich deinen Army-Ausweis, damit jeder weiß, du bist in der VDSS Army. Du gehörst dazu. Du bist ein Teil von dieser Gemeinschaft. Und denk dran, die VDSS Army hält immer zusammen. Richtig. Applaus für Luca. So, Dankeschön, danke Luca, Dankeschön. Vielen Dank. Ich möchte dir
ja so dicke, was ist das für ein Spinner, Boy? Du bist das Moped, doch ich bin der Achtzylinder, Boy. Steck noch dein Wort, ich fessel dich mit Kabelbinder. Du hast eine große Klappe, Leute, du bist die Kraft dahinter. Hör für die Götter mit gebrochenem Herz, es zwickt dich an, du hast nur noch mehr. Dieses geile VIP. Ja, ich weiß, du bist verliebt, aber nicht mein Team ist hier.